Hallo ihr Lieben, das ist ein Video über ganz normale Sektiererei und über den Umstand, warum wir nicht die Gesellschaft über Social Media oder generell über Medien, jetzt kriege ich hier eine SMS, die lasse ich mal liegen, warum wir die Gesellschaft nicht über Social Media oder generell über Medien mit sich selbst versöhnen oder vereinen können, warum das einfach technisch nicht hinhaut. Und der Grund ist eigentlich ein ganz einfacher. Und zwar liegt es daran, dass selbst noch die Streitlustigsten unter uns auf die Dauer nicht gerne streiten. Ich weiß, das erscheint manchmal anders, aber Streit ist eigentlich anstrengend auf die Dauer. Die meisten Menschen sind unter der Hand verdammt harmoniesüchtig. Ich halte dieses Faktum, für mich ist das ein Faktum, für schwer bestreitbar. Und deswegen ist folgender Effekt auf Social Media total erwartbar und auch momentan schon zu beobachten. Und ich denke, es ist nicht zu viel Glaskugelguckerei, um hier eine Prognose zu wagen, was passieren wird. Und zwar ist es schlicht und einfach so, dass sich verschiedene Milieus, verschiedene Social-Media-Kanäle schaffen werden. Und zwar noch viel krasser, als das derzeit der Fall ist. Also wir werden die Segmentierung der Gesellschaft in verschiedene Milieus natürlich gespiegelt finden in Social-Media-Kanälen. Das heißt, je nachdem, welchem Milieu du angehören wirst, wirst du auf verschiedenen Plattformen unterwegs sein und nicht auf den gleichen. Ganz einfach deswegen, weil es unangenehm ist, die ganze Zeit Gegenwind zu bekommen, die ganze Zeit Streit zu bekommen. Viel schöner ist es für Menschen, Bestätigung zu kriegen ihrer eigenen Glaubenssätze, ihrer eigenen Grundwerte und Grundannahmen. Und deswegen wird die gesellschaftliche Differenzierung nicht auf Social Media, nicht medial zusammenkommen, sondern sie wird sich doch dort auseinanderdividieren und auseinanderleben in der Long Run. Also ab und zu werden sich Leute verirren in die Plattform, aber das werden sie nicht lange durchhalten. Selbst noch die streitlustigsten und diskussionsfreudigsten und auseinandersetzungsfreudigsten Menschen haben irgendwann genug und werden sich dann großteils nach dem Prinzip gleich zu gleich gesellt sich gern aufstellen. Und das bedeutet eben in the long run, langfristig wird sich das Internet auch kanalmäßig, plattformmäßig auseinanderdividieren, wenn es das nicht schon längst getan hat. Ich würde ja behaupten, das hat es schon längst. Aber gut. Und das bedeutet mehrere Dinge. Das eine bedeutet, natürlich passiert das, was man bei Sekten immer hat. Also ich bin relativ Sektenerfahrung. Ich habe nämlich sehr viel Angebote bekommen, in meinem Leben verschiedensten Sekten anzugehören. Und ich bin ein krasser Antisektierer. Ich kenne auch wenige Menschen, die so krasse Antisektierer sind wie ich. Also wann immer du mir ein Biotop anbietest, ergreife ich die Flucht. Ich hatte schon von klein auf Angst vor Biotopen. Ich habe die immer als Gefängnis empfunden. Ich wollte immer das offene Leben. Ich wollte immer mit verschiedenen Milieus in Kontakt sein. Das habe ich auch einigermaßen gut hingekriegt. So extremistisch wie ich sind da wenige nach meiner Beobachtung. Und genau deswegen habe ich aber auch genau mit diesen Mechanismen sehr viel Erfahrung machen dürfen, die da am Werk sind, also rein psychologisch, anthropologisch oder wie auch immer man das nennen will. Und das bedeutet natürlich, wenn dann in diese Sekten zueinander gefunden haben, wird natürlich da auch wieder viel gestritten. Und zwar dann um kleine Details. Das gibt es überall. Das gibt es in Religionen, das gibt es in politischen Parteien. Das ist in Kleingartenanlagen so. Das ist völlig normal. Menschen, also entgegen meiner Ursprungsaussage am Anfang dieses Videos, dass Menschen nicht gern Streit mögen, zetteln wir dann in diesen kleinen sektiererischen Milieus wieder Sekten und Untersekten an. Also dieses klassische, was man von Leben des Brian kennt, die Volksfront von Judäa und die jüdische Volksfront, das ist total normal und das hat nichts mit menschlicher Blödheit etwa zu tun und das gibt es sozusagen, es hat auch nichts mit Intelligenz zu tun oder so. Es gibt das überall. Das ist unter Juristen nicht anders als unter Philosophen, das ist unter Bauarbeitern nicht anders als unter Friseuren, das ist überall und immer so. Dass dann nochmal weiter unteraus differenziert wird, aber das ändert nichts am Grundprinzip, dass sich die Kanäle ausdifferenzieren würden entlang Milieugrenzen, entlang von Grundwerten, weil du einfach keinen Bock hast, die ganze Zeit Gegenwind zu bekommen. Und es ist einfach Bestätigung, soziale Bestätigung ist für Menschen so, so wichtig auf die Dauer, dass man sich immer Leute suchen wird, von denen man Bestätigung bekommt, wenn man kann. Und das bedeutet, dass wir in der Gesellschaft ein Gegenprinzip brauchen, wenn nicht die Gesellschaft uns um die Ohren und auseinander fliegen soll. Also das heißt, die natürlichen Kräfte der Gesellschaft sind eher Fliehkräfte. Es gibt nichts in der Gesellschaft, das sie von sich aus im Innersten zusammenhalten würde. Wer das noch glaubt, ist aus meiner Sicht hochgradig naiv und wie soll man sagen, kriegt nicht mit, was gerade läuft. Das ist sehr viel Wunschdenken dabei, aber es gibt dieses Prinzip nicht. Dieses Prinzip, dieses entgegenwirkende Prinzip muss man künstlich herstellen, muss man künstlich erzeugen. Von alleine passiert das nicht. Und naja, die bevorzugte Methode, die ich im Sinn habe, um das zu leisten, ist bekannt. Das sind geloste Bürgerräte, weil eben die
durch das Losverfahren kommen diese verschiedenen Milieus zusammen und da findet dann eine Form von Verbindung statt, die eben gar nicht so viel mit geteilten Werten oder noch nicht mal geteilter Sprache zu tun hat. Also man kann sogar verschiedene, total verschiedene Sprache verwenden, man kann die gleichen Begriffe sehr verschieden empfinden oder sehr verschieden verwenden und trotzdem kommen wir zusammen. Und dass wir das anders denken, hat etwas mit zu tun mit einer langen, langen Tradition im Abendland, die ich nenne das kognitivistische Vorurteil. Kognitivistisches Vorurteil in dem Kontext, über den ich gerade rede, bedeutet, wir haben immer gedacht, dass das, was uns verbinden würde, gemeinsame Werte, gemeinsame Sprache ist. Mittlerweile sind wir uns ein bisschen auf den Trichter gekommen in der Psychologie und in der Anthropologie, dass das wahrscheinlich eine falsche Grundannahme war, die uns seit dem Geburtsstunde der Philosophie bei Platon verfolgt hat und uns aber ein völlig falsches, mit einem völlig falschen Menschenbild ausgestattet hat, wo wir mittlerweile im Grunde klüger sind und wissen, Sprache und Werte trennen uns viel eher, als dass sie uns verbinden. Das sehen wir auch immer. Also wann immer versucht wurde, zum Beispiel über Religion die Menschen zusammenzubringen, ja, in einer Einheitsreligion, das hat nie geklappt. Oder hinter einer Philosophie die Menschen zu versammeln oder hinter einer Partei, das hat nie geklappt. Solche Konstruktionen, eher gedankliche, sprachliche Konstruktionen werden uns immer trennen. Wir werden uns da immer auseinander differenzieren, auseinander dividieren über solche Dinge. Das, was uns verbindet, ist etwas sehr viel Körperlicheres, etwas sehr viel Physischeres. Das bedeutet, das, was so Affenforscher wie Franz de Waal schon bei Affen beobachten, also vor allem bei Schimpansen und Bonobos, und wo er dann zum Schluss kommt, dass wir also ein ziemliches Mindfuck-Konzept von Empathie haben, weil wir immer denken, das hat was mit kognitiven sich ineinander reinversetzen zu tun, das sieht halt aus der Sicht eines Affenforschers nicht so aus. Sondern ich weiß nicht, ob man es immer auf die verdammten Spiegelneuronen schieben muss, auf jeden Fall sind es sehr, sehr physiologische, sehr, sehr physische Prozesse und das ist der Grund, warum es so wahnsinnig, wahnsinnig wichtig ist, dass wir auf gelosten Bürgerräten wirklich physisch zusammenkommen, damit diese Empathieprozesse vorbei an unseren kognitiven Prozessen stattfinden können, weil wie gesagt, bei gelosten Bürgerräten geht es darum, dass Leute, die völlig verschieden denken, völlig verschieden sprechen, trotzdem eine Verbindung zueinander aufbauen können und zwar von gleich zu gleich. Und lustigerweise passiert das zuverlässig auf gelosten Bürgerräten. Also das, wovon ich hier theoretisch fasele, ist ein ganz faktischer, beobachtbarer, wahrscheinlich auch wissenschaftlich messbarer Prozess, der dort stattfindet, wo man Menschen auf Augenhöhe in einem Raum zusammenbringt, physisch zusammenbringt und sie gemeinsam an einer Sache arbeiten lässt und dabei aktiv verhindert, dass sie diese Aufspaltung in Fraktionen, in Parteien, diese üblich unter Menschen immer übliche Grüppchenbildung und Sektenbildung stattfinden kann. Und wie macht man das? Man lost halt immer wieder neu. Man wirbelt die Gruppen immer wieder gezielt neu durcheinander, damit sich dort nicht die Gruppen auseinander dividieren. Und solche Prozesse, diese Grüppchenbildungsprozesse, gehen auf sehr, sehr minimalem Level schon los. Also man kann immer darauf wieder verweisen, auf diese Forschung, die die NASA gemacht hat, wo man so diese Antarktis-Expeditionen erforscht hat und man hat immer die gleichen Gruppendynamiken, also gleich zu gleich gesellt sich gern und dann wird halt mehr übereinander geredet als miteinander und dann hat man halt so plötzlich unversöhnliche Teilgruppen, die sich feindselig oder zumindest misstrauisch gegenüberstehen. Das passiert zuverlässig bei Menschen immer. Es gibt zwei Modelle, dem zu begegnen. Das eine ist das diktatorisch-tyrannische Modell. Da gibt es halt ein Alpha-Weibchen, ein Alpha-Männchen und hält dann den Laden zusammen. Und das andere Modell ist halt das Demokratiemodell und da bringst du halt die Leute quer zu ihrer Segregation, quer zu ihren Spaltungen und Unterschieden gezielt zusammen auf Augenhöhe und lässt sie gemeinsame Erfahrungen machen und gemeinsam an Dingen arbeiten. Das funktioniert zuverlässig, sagt uns die Sozialpsychologie seit Gordon Allport. Also seit den 1950er Jahren wissen wir das, dass das zuverlässig funktioniert. Und naja, jetzt kommt es darauf an, dass wir es halt machen, kurz gesagt. Und auf Social Media wird das nie passieren. Das ist eine große, große Illusion, dass Social Media irgendein Beitrag zur Politik oder zur Demokratie sein könnte. Es spiegelt einfach nur die Spaltungen, die wir sowieso schon in der Gesellschaft haben. Also es ist auch nicht schlecht oder so. Ich bin wahnsinnig gerne auf Social Media, nur erwarte ich mir in politischer Hinsicht rein gar nichts davon. Zum Beispiel meine komischen Videos werden sich nur Leute anschauen, die sowieso schon ähnlich denken. Andere schauen sich das an und denken, da ist so ein Verrückter und klicken natürlich weg oder werden wütend oder so. Das ist total normal und erwartbar. Ich erwarte nichts anderes. Also es wäre naiv, was anderes zu erwarten. Und man kann auch niemanden über Social Media zu überzeugen. Also man trifft sich auf Social Media auf der Basis geteilter Überzeugungen, geteilter Glaubenssätze, geteilter Werte, geteilter Milieus, geteilter Lebenserfahrungen. Gleich zu gleich gesellt sich gern ist das Grundprinzip von Social Media. Und das ist eben auch das Prinzip des privaten Raumes generell, woran wir sehen, dass der gesamte Social-Media-Raum ein Privatraum ist und kein politischer Raum ist. Das ist das große, große Irrtum der Moderne, dass sie Öffentlichkeit generell mit Politik verwechselt. Öffentlichkeit ist nicht
generell, für sich, per se, politisch. Es gibt eine private Öffentlichkeit. Das ist eben diese Öffentlichkeit, die funktioniert nach dem Prinzip gleich zu gleich gesellt sich gern, also sozusagen die segregierte Öffentlichkeit. Und das ist auch nicht ein Fehler. Das ist weder der Fehler von den Plattformbauern, noch ist es der Fehler des Menschen, noch ist es der Fehler von Medienmachern oder Journalisten oder von Politikern. Das ist niemandes Fehler. Niemand macht was falsch. Es ist einfach nur menschlich. Das ist total normal. Dass sich Menschen in Sekten aufspalten, ist total normal. Es ist Teil der menschlichen Natur. Dagegen ist auch kein Kraut gewachsen. Es ist aber ein Gegenprinzip gewachsen. Und dieses Gegenprinzip heißt Demokratie. Und das zentrale Verfahren der Demokratie ist genau deswegen das demokratische Losverfahren. Weil nur das demokratische Losverfahren die verschiedenen Menschen der verschiedenen Milieus an einen Tisch zusammenbringen kann. Andere Möglichkeiten gibt es gar nicht. Rein technisch gibt es die nicht. Ja? Also Demokratie ist eher ein technisches Problem, das antwortet auf heterogene, diverse, liberale Gesellschaften, die sich immer aus sich selbst heraus auseinanderleben. Die Fliehkräfte sind menschlich und normal. Es ist einfach angenehmer, mit Menschen zu tun zu haben, die ähnlich sind, weil es halt weniger Streit gibt, weil es dann halt mehr Harmonie gibt. Und das hat auch eben nichts mit Bildung zu tun, außer dass eben auch Bildung wiederum ein Segregationsfaktor ist. Also je nachdem, welche Form von Bildung genossen hast. Aus meiner Sicht sind auch alle Leute, was weiß ich, die körperliche Arbeit machen, total gebildet. Das ist auch eine Form von Bildung. Alle Leute, die Handwerksberufe arbeiten, sind total gebildet. Das ist auch eine Form von Bildung. Es ist halt nur eine andere Bildung als so komische Theoretikerlein, die irgendein komisches Studium absolviert haben, also Leute wie ich, genossen haben. Das sind einfach verschiedene Arten von Bildung und natürlich sind sie Segregationsfaktoren. Natürlich unterhalte ich mich gern mit Leuten, die halt ähnlich sind wie ich selbst, und andere Leute, die halt anders sind, unterhalten sich auch lieber mit Leuten, die ähnlich sind wie sie selber, weil man sehr viel selbstverständliche Dinge hat, die man nicht jetzt nochmal, man muss nicht immer bei Adam und Eva anfangen, man muss nicht bei Null anfangen, um eine gemeinsame Basis aufzubauen. Das ist einfach auch sehr anstrengend, das darf man nicht unterschätzen. Also diese Heterogenität, die wir haben, ist sehr spannend, sie ist sehr aufregend, sie ist sehr schön, ich liebe sie, aber sie ist auch anstrengend, das sollte man nicht vergessen. Und weil es anstrengend ist, findet sich immer langfristig gleich zu gleich zusammen. Dieses, man hat Berührungskontakte mit dem ganz anderen in der Gesellschaft, ist immer kurzfristig. Lange hält das keiner von uns durch, und das sage ich als jemand, der das immer aktiv gesucht hat. Also ich habe einen proven Track Record an, ich habe Milieus verlassen. Ich habe mich schon so oft neu erfunden und habe Milieus, in denen ich sehr tief drin war, gezielt verlassen. Ich habe so viele Freundeskreise schon hinter mir gelassen, so viele berufliche Perspektiven. Ich habe so viel Sozialkapital schon verbrannt in meinem kurzen Leben, weil ich immer wieder aus den Milieus ausgebrochen bin, aus denen ich herkam. Also ich war schon Teil von so viel Gruppen, und ich bin auch gar nicht mehr einfangbar. Also ich bin mittlerweile so ein Wanderer zwischen den Welten, und mein Milieu ist mittlerweile das Wanderer zwischen den Welten-Milieu. Ich bin so ein Gmorg, der Werwolf, der keine eigene Heimat hat, ein gezielt Heimatloser, ein Milieunomade, und das bin ich gerne. Und das ist eben jetzt mittlerweile meine Bubble. Ich habe lauter solche Menschen um mich, die auch solche Milieuwanderer sind, und Leute, die also etwas, sag ich mal, verwurzelter sind als ich, die etwas mehr zur Scholle neigen, die habe ich gar nicht in meiner Bubble, weil die halten es mit mir nicht aus und ich halte es mit ihnen nicht aus. Zumindest höchstens kurzfristig. Und das wiederum ist wieder total normal und menschlich. Ich beklage mich da nicht drüber. Ich beschreibe nur, was ist, und versuche mir halt darauf Lösungen und Antworten einfallen zu lassen, mit denen ich mich einigermaßen wohlfühle und mit denen, wie ich hoffe, sich alle anderen auch wohlfühlen. Ich sehe das sehr klar, dass wir auf einem Planeten zusammenleben und wir halt Lösungen finden müssen, mit denen sich alle wohlfühlen. Nicht nur eine komische kleine Gruppe in der Gesellschaft, eine kleine Sekte, sondern alle Menschen quer zu allen Sekten müssen sich wohlfühlen zusammen, und das ist halt nur demokratisch machbar, auf keinem anderen Weg. Das kann nur politisch passieren und nicht über Öffentlichkeit, nicht über die hochgradig segregierte Öffentlichkeit, die sich natürlich auch auf Social-Media-Plattformen ausdifferenziert. Wie könnte es anders sein bei Menschen? Ceterum censeo, Demokratiam esse sotiendam.